Tussol, da sagt man, der Bauer hat mehr Freiheiten. Wie sieht das aus? Der Bauer hat tatsächlich mehr Freiheit, weil er kann selbstverständlich das Gebäude besser entwickeln, er kann viele Freiheiten nutzen, auch gestalterischer Art, und dem Architekten viel mehr gestalterische Möglichkeiten überlassen und auch dem Planer auch delegieren. Tussol steckt noch in den Kinderschuhen. Wie geht es jetzt weiter? Wir haben begonnen letzten Sommer und es sind auch viele Anfragen bei uns vorhanden an Projektideen, Projektskizzen. Gewisse Projekte sind auch schon umgesetzt, realisiert, und ich glaube, das macht auch zuversichtlich, dass die Idee angenommen wird und angenommen worden ist, und die Anfrage ist sehr, sind aktiv da, und ich glaube, das ist die Chance jetzt, das zu nutzen und umzusetzen zu können. Kann Tussol auch eine Möglichkeit für Einfamilienhäuser sein? Mittelfristig sicher, kurzfristig eher nicht, weil die Kosten sind im Moment noch zu hoch, weil die Skalierung liegt eher bei Mehrfamilienhäusern und Grossprojekten.